Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Far Cry 4. Oh, hier geht's sofort weiter. Der kriegt ein Ei. Ist klar, Leute. John Wayne ist wieder da. Das war nicht gut. Das war nicht so überwältigend. Wir haben fast keine Spritzen. Wie bin ich denn jetzt hier gerade gebacken? Aber egal. Hier soll man es erlegen. Okay, irgendwie da oben. Hier sollen wir eine platzieren. Hey Jay, ich hoffe, du bist mit den Sprengsätzen fertig, weil du musst sofort zum Boot zurückkommen. Okay. Anita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff. Die Boote sind beladen. Komm zu uns, wir sind abmarschbereit. Ich nehme dieses Boot. Anscheinend nicht. Ist ja klar, dass ich nicht irgendein Boot nehmen darf. Das ist ja wieder vollkommen... logisch. Mach schon, AJ. Komm zurück, so schnell es geht. Ja, ich bin noch da. Oh. Ein Skillschütz, bitte. Rambo! Nichts da, mein Freund. Okay, der Tempel ist im Arsch. Gescheitert. Ich krieg einen Rappel. Ich krieg einen Rappel. Ich krieg einen Rappel, weil ich gescheitert bin. Hey Jay, ich hoffe, du bist mit den Sprengsätzen fertig, weil du musst sofort zum Boot zurückkommen. Amita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff. Die Boote sind beladen. Mein Gott. Wir sind abmarschbereit. Diese... Ja, wir kommen sofort. Wir haben Zeit genug. Wir nehmen die noch bitte mit. Und weil wir nämlich keine Spritzen haben für unterwegs... Kletter doch! Ja, jetzt nehme ich aber erstmal den. Der Tod ist noch zu viel für dich! Weiter geht's. Wir fahren hier lang. Jetzt wird hier Gas gemacht. Der tuckert hier die ganze Zeit lang. So. Wird hier durchgezogen. Boah, liebes Spiel, willst du mich jetzt verarschen, ob ich jetzt mit dem Boot dahin fahre oder zu Fuß gehe? Ich kriege hier wirklich gleich noch die Pimpernel. So, ich fahre jetzt bis dahin. Und geschafft. Danke. Danke. Oh. Erledigt, Amita. Danke, Ada.
keine Kontrolle mehr. Und Batra ist sicher vor seinem kranken Karun-Matara-Feind. Und jetzt haben wir das Gold, um uns aus dem Drecksloch zu befreien, in dem er uns festhalten wollte. Eine neue Zeit für Kyrat. Tja. Verdammt! Da ist ein blöder Drecksau, Alter. Verpiss dich, du Mistvieh. So, wir gehen gucken, was wir noch machen können. Abal. Anita. Wir könnten jetzt ganz schnell hier noch die Klamotten machen. Dann reisen wir da jetzt noch hin. Und dann machen wir noch die Klamotten. Klamotten, aber erst brauchen wir hier ein bisschen uns ausstatten, wenigstens, Leute. Ne? Also das ist ja jetzt gerade drin. Alles klar, verkaufen, schnell verkaufen. Alles klar, danke schön. Also Minus gemacht. So, und jetzt werden wir hier gerade noch die Klamotten machen. Das sind nur 300 Meter, wenn ich querfeld einlaufe. Deswegen werden wir das tun. Scheiß Rebellen hier. Alles klar, danke schön. Ich habe keine Zeit. Ja, ja, viel Spaß mit dem Bär. stopp. Dankeschön. Dann können wir uns nämlich jetzt eine reinzwiebeln. Aber ich muss niesen. Oh, Entschuldigung. Brrr. So. Dann gehen wir nämlich jetzt hier hoch. Und ich glaube, das ist zu Fuß. Schneller war als gerade mit dem Auto, weil Auto sollte ich nämlich außen komplett rumfahren. Lasst uns den Unterdrückern in die Fresse schießen. Lasst uns die Unterdrücker in die Fresse schießen. Ja, auch nicht schlecht. Okay, komm. Und der redet diesmal gar nicht mit uns. Na gut. So, wieder ein bisschen zu Fuß latschen hier gerade. Ja, weißt du, jetzt hätte er einen Windsuit nehmen können. Hat nicht geklappt. Das mit dem Windsuit, das sollten sie nochmal ein bisschen fixen, aber ich glaube, die werden nichts mehr an diesem Spiel machen. So, was fehlt uns jetzt noch? Aber das Dorf brauchen wir doch da nicht angreifen. Das hat doch mit der Mission doch jetzt hier überhaupt gar nichts zu tun. Oder doch? Was sollen wir denn jetzt hier machen? Erreiche den angegebenen Ort. Ja, aber der angegebene Ort ist böse. Oder ist es jetzt dahinter? Ne. Das ist genau da drin. Aber das ist doch alles böse. Böses Gebiet hier. Zeig ich doch. Alles nicht gut. Den Pisser holen wir uns als erstes. Hey, nervt. Das ist der nächste. Sehen wir noch einer? Oh, da hat mich was gesehen. Da. Werkzeuge zerstören, okay.
Du erteilst mir gar nicht so kleines Sackgesicht. Warum machst du nicht die Augen zu und stirb? Weil ich ein Geschenk habe für euch. Mehr, du Pisser, Alter. Da haben wir. Alter Schwede. Jetzt fahren sie aber ein dickes Geschütz auf hier. Oh, ich brenne. Scheiße. Oh, Scheiße. Flatterregeln. Du wirst einen hübschen Fußabtreter abgeben. Granate! Geht in Deckung! So, Schluss jetzt hier. Da haben wir. Also hier müssen wir rein. Hallo. Alles klar. Auch zerstört. Junge, Junge, Junge. Ich hätte gedacht, wir kriegen Klappen. Ne, das ist Propaganda-Zentrum gewesen. Propaganda. Ich hätte mal richtig lesen sollen, nicht? Affenarsch mit Ohren. So, was fehlt uns jetzt noch? Da haben wir nochmal ein Propaganda-Zentrum. Mhm. Könnte man hier Anita weitermachen? Oh, Yugi und die sind wieder da. Aber erstmal gehen wir zum Haus, weil wir können ja jetzt noch ein bisschen updaten, das gute Haus. Würde ich mal sagen. So, wir können nämlich jetzt rausgehen. Hallo mein Freund. Ich brauche schickes Haus, einen Garten hätte ich gern. So. Hier, dieses Krupp-Zeug weg. Mach mir eine Gärte. Oh, wow. Schick, 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 schick. Können wir uns dran bedienen? Was hat er denn noch für uns? Ein Gyrokopter an dem Platz. Den will ich natürlich sofort. Mein Lieblingsfliegezeug. Sehr schön. Hagan hat Probleme, seine Propaganda aufrechtzuerhalten. Und du hast so viel davon vernichtet. Und jetzt folgen auch schon andere deinem Beispiel. Ja, was können wir noch? Ein Schrein. Gut, aber den können wir nicht mehr. Wir haben keine Kohle mehr. Aber wir können uns jetzt ja immer hier dran bedienen, hey, oder? Hey, AJ, ich habe noch ein Propagandazentrum gefunden. Also los, mach dein Ding. Schalt es aus. Mach viel Lärm. Wir wissen schon, wie du vorgehst, was? Du hast die Koordinaten. Mal was anderes. Benutzt du ein BD? Ich meine, ich habe gesehen, was du so treibst. Du läufst viel rum, schwitzt auf jeden Fall, wie ich mir vorstellen kann, und trägst dieselbe Unterwäsche immer mindestens 12 bis 36 Stunden. Und in Anbetracht der Arbeit, die du verrichtest, muss doch irgendwie das Rasieren auf der Strecke bleiben, oder? Ich mein's ernst. Das muss doch am Arsch so richtig kratzen. Und einen sauberen Arsch zu haben, ist wichtig, wenn du gegen die Bösen kämpfst. Oh, ich schweife schon wieder vom Thema ab und verliere dich. Tut mir leid, Mann. Aber ich mache mir echt Gedanken um dich. Und zwar von oben bis unten, von deiner Nahrung bis zum Papier, mit dem du dir den Arsch abwischst. Okay, hör gar nicht hin. Viel Glück mit dem Propagandazentrum.
Okay, Leute. Also, ich möchte jetzt von euch auch wissen, wie ihr euch den Arsch abputzen. Nein, Scherz. Arsch abputzen. Oh, Mann. Ja, da sagen wir jetzt gar nichts zu, ne? Wir müssen erstmal Fertigkeiten verteilen, weil wir können uns nämlich jetzt hier Überlebenskondition erhalten, eine zusätzliche Gesundheitsfelder, damit hast du 6 Felder. Jetzt haben wir volle Gesundheit, Ladies and Gentlemen. Damit haben wir zu einer vollen Stärke uns ausgereizt und können jetzt den Pergamin noch mehr in seinen Arsch drehen. So. Wir haben natürlich jetzt auch keine Kohle mehr, geschweige irgendwas anderes. Aber das reicht und ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei Far Cry 4. Bis morgen. Tschüss.